Es kann uns schon auch ein sehr, sehr zähes Spiel erwarten. Also, was man ganz klar gesehen hat, dass sie alles versuchen, um die Null zu halten erstmal. Das heißt, dass sie sehr, sehr kompakt sind, dass sie die Zweikämpfe suchen. Wir müssen wieder wirklich schauen, dass wir das, was wir auch vor allem dann zu Hause gegen den HSV gezeigt haben, wieder auf den Platz bringen, mit der gleichen Leidenschaft, auch mit dieser positiven Aggressivität, dann wird das auch nicht für den VfB einfach. Erstmal müssen wir uns selber in Sicherheit bringen. Und das ist jetzt die Aufgabe, unsere allerwichtigste Aufgabe. Und danach mache ich mir Gedanken oder machen wir uns Gedanken über den Rest. Und da gibt es aber auch nicht viel zu ändern. Ja? Das nächste Spiel ist dann auch wieder da, um 3 Punkte zu holen. Mit Sicherheit hat man auch eine Verbindung zu so einem Verein, einfach nur auch, da ich von dort stamme und auch dort auch gearbeitet habe und auch eine positive Zeit erlebt habe, obwohl sie nicht allzu lang war. Aber ich bin im Moment Hannoveraner. Ja? Hannover 96 ist für mich im Moment das Allerwichtigste und das ist auch morgen so. Normalerweise sollte man sich immer auf das nächste wichtige Spiel konzentrieren, aber auch darüber hinaus wollen wir, um einen versöhnlichen Saisonausklang zu haben, die verbleibenden 2 auch gewinnen. Weil es enorm wichtig ist, auch für die Mannschaft oder gerade für die Mannschaft, wie man eine Saison beendet, ob man mit breiter Brust rausgeht oder mit hängenden Köpfen. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, für die Zukunft.